So, Freunde der brutalen Gewalt, da sind wir wieder, der Dump und der Joker. Und ja, ich fahre wieder mit meinem Grüner. Ich habe anstatt Schrotflinten diesmal nur MGs drauf. Und zwar 4 Stück. Ja, und heute hat er dann mal ein bisschen aufgerüstet. Ich habe jetzt mal ein paar Klingen ins Auto geklitscht. Muss er denn? Vielleicht kann ich ja so ein, zwei Wildrehe hier aufspießen. Schnitzel. Also wir gehen auf jeden Fall auf Wildjagd jetzt hier. So, Zusammenstoß heißt, wir haben bloß einen Capture-Punkt. Und den Ja, müssen. letzten Video habt ihr ja gesehen, dass wir etwas gefailt haben dabei. Da waren so einige Runden bei, die wir gefehlt haben. Ja, beim Zusammenstoß meine ich jetzt spezifisch. Und da nicht geachtet haben, natürlich Alter! den Capture-Punkt aufzuhalten. Alter, was ist das hinter mir? Ich bin tot. Ah, der Meinst Lupi. du diese Bestie von Sekhness oder wer das ist? Ja, keine Ahnung. Ich werde hart gefickt hier. Oh, was war das? Okay, da kam Grocho oder so an. Grocho, der hat mich mit einem Schlag weggelauen. Der hat auch zwei Stangenbohrer dran. Ja, wir werden hart gefickt. Lisa ist noch unterwegs, aber die fehlen so Räder. Hier ist noch Sergej. Sergej hat noch eine dicke Kanone. Und Lisa hängt fest. Ja, wir werden verlieren, denn die Gegner sind mehr drinne und haben gerade alles zerstört. Lisa wird es nicht reißen mit ihrem leichten Maschinengewehr. Ah, die hat doch da Und noch den eine. gefährlichen Generator nicht vergessen. Die hat aber doch da noch eine Minigun oben hängen, oder? Ja, hat sie. Ja. Aber die wird hier keine Damage auspacken können. Nein. Diese XX-Typen, glaube ich, die spielen in einem Clan und die sind sehr böse. Ja, ich habe ganze 17 Metallschrott gekriegt. Ich brauche immer noch eine Unterstützung. Das haben wir jetzt mal nicht eingeholt. Ja, ich brauche noch 1000 Schaden RAM. Ja, also ich muss noch mal richtig einen anrampeln. So, und da geht's schon los. Und ja, soll ich sagen, die Gegner sind sehr stark. Deswegen, wir brauchen eure Unterstützung. Wenn ihr das Spiel habt, meldet euch. Ne? Alle, die zuschauen, sollten ja inzwischen wissen, wie ich heiße bei Steam. Oder auch, man kann sich ja auch bei Facebook melden oder Twitter oder wie die Scheiße Oder alles heißt. YouTube persönlich, da kannst du auch nochmal wieder eine Nachricht schicken. Genau, das geht nämlich auch. Also auch als Leute, die irgendwie jetzt diese Bereiche nicht haben oder nicht wissen, wie sie einen kontaktieren können, könnt ihr natürlich immer natürlich nach dem Video gucken, hey, den mit dem Joker, den will ich spielen. Genau, das sollte eigentlich. Arschgeige hier. Gehst du auf den Sack, ey. Der mit seinem bescheiden schönen Bohrer, ey, das ist unglaublich. Na, hat mein Klingen ein bisschen wehgetan, du Sau, du. War ich gerade, ja genau, keine Ich bin Ahnung, down. Nachricht schicken an Jay und kann sagen, hey, ich will mal gern mit euch mal eine Runde Crossout spielen, kein Problem. Eben. Abgehen. So, ja. Wir haben noch einen mit dem 76er Geschützturm, einen mit zwei mittleren Maschinengewehren, die auch ziemlich böse aussehen. Der eine mit dem mittleren liegt auf dem Kopf, okay. Ja, Jakob, der ist irgendwie etwas dumm auf den Kopf gefallen jetzt, ne? Na, Ashley müsste mal angreifen, die hat die dicke Kanone, weißt? Obwohl, es das heißt ja nicht Jakob in Englisch, es das heißt ja Jacob. Hier, dieser Looping ist heftig und diese Bohrer, ne? Die machen so hart Damage. Ja, dieser von diesem Gravoro, der heißt, der Aber hat gerade so viel Schaden gemacht. der hat gerade, ja, er hat Ashley vorne auseinandergenommen. Und ja, er mit seinen Dicken Geschützen da hinten. Schlägertyp richtet an Fahrzeugen 5000 Nahkampfschaden an. Da habe ich gerade nicht so viel zugesetzt. Alter, ich habe nur drei Hilfen gemacht, also doll war es nicht. Wir müssen Crossout echt noch üben, würde ich sagen. Obwohl, dieser Looping, ne? Wieso hat der nur 2500 PS, wenn er zwei Murfwerfer oben drauf hat? Ist genauso die Frage, warum dieser Gravo Ricci irgendwas da drei dicke Bohrer dran hat, auch nur 2500 hat. Ja, überleg mal, wir haben über 3000 PS und ich habe nur Maschinengewehre. Ja. Gut, ich habe noch einen Stachel, aber die haben Raketenwerfer. Oh, guck mal hier, schön Team Cruising hier. Hat Tag man einen Team. schönen Spießer vorne drauf. Oh Gott, oh Hast du Gott. auch drauf gehauen? Looping kommt. Oh, oh. Sehr gut, sehr gut. Den hast du schön gespießt. Der habe ich schön aufgespießt. So, Zwar eine Klinge kaputt gegangen, aber Skarnes ist auch. runtergefallen.
Ah, das sind alles Teammates, das sind alles Mates. Ja, wir haben uns mal alle verfahren, ja? Das ist schlecht. Lass mal rüberfahren und die Orlando und Abigail auseinandernehmen. Ja. Immer schön hochzielen, dann du machst kein Piratenflugspiel mehr, Film mehr, Orlando. Ach, gut. Der Blumige? Ja genau, aber oh, das Geschütz, das Geschütz. Das Geschütz, ja, ich schieß da drauf, ich schieß da drauf. Also, er hat mich nochmal angeht. Ja, ein MG fehlt mir. Ah, das ist Gravori, hau Nick, ne? Ich hab nochmal Abigail angeschubst, hier runtergeschmissen. Vor mir steht der Peter. Der Peter hat's gemacht. Ja, der Gravori haut mich jetzt weg, aber ich beschieße ihn nochmal. Der Peter hat mich zerstört. Ja, der zerfetzt mich jetzt hier. Wer ist denn noch da? Christopher. Christopher. Wo? Warum ist Christopher denn? Christopher hat zwei fucking Big Cannons. Mach doch mal den George weg. So, was ist mit Dominik? Dominik hat auch noch eine dicke Kanone und trifft nicht. Ja, so gute Kanone hat jetzt auch oben drauf, aber er ist gut geschützt. Was ist mit Brian? Brian hat eine Hammer voll Schrotflinte irgendwo und Brian hängt der fest? So, Christopher und Peter, die waren, glaube ich, beim gleichen Anbieter des Autos. Ja. Ja, Brian brennt ein bisschen. Boah, Christopher weniger Rüstung noch. Ja, wenn Christopher nicht so schlauer wäre, wird er bei Peter auf die Kanonen schießen. Es ja, Brian, der qualmt ja schon die ganze Bude zu hier. Ja, der ist auch ganz alleine und der versucht jetzt Londo zu ficken. Das hat er sehr gut gemacht, das hat er sehr gut gemacht. Aber wir wurden gecatchupt, also wenn die Zeit vorbei ist, haben wir verloren, weil wir haben noch zwei Gegner und die schafft er nicht mehr zu knacken. Und da haben wir wieder verloren. Ich meine, es geht hier nicht darum, ob das Team oder so gewinnt, das ist um die Uhrzeit, das Spiel hat nicht viele Spieler. Ne, ihr seht's ja hier, wenn du so in die Statistik guckst, wir beiden sind die einzigen in unserem Team, die wirklich da sind und hier die anderen beiden, ne, diese XX-Typen. Ja, das Spiel muss erstmal richtig released werden, dann denke ich mal, ist schon ein bisschen mehr los da. Ja, es war ja schon eine Zeit lang mal mehr los in dem Spiel, ja, muss man ja sagen, aber es, ich meine, es ist mitten in der Woche und es sind keine Ferien und das Spiel trifft... Ach, du hast drei Spieler jetzt. Wer ist denn rein? Ach, der Eiskryos? Ja. Der hat so einen kleinen Superflitzer. Ja, das kann ja auch gut sein. Wir stehen jetzt ziemlich in der Bredouille, ja? Oh ja, oh ja, oh ja. Hier jetzt gerade, wo ich bin. Ja, deswegen versuche ich so ein bisschen abseits. Einen habe ich zerstört. Ah, der Skanes will mich holen. Der Skanes, weißt du, warum der Skanes so gefährlich ist? Der Skanes hat vorne ein Werfer dran. Skanes schmeißt mit Fässern. Also ich bin übrigens down, ja. Oh, okay. Wir gucken dem dann zu. Okay, nicht mehr. Ich hab noch ein paar Kills geholt. Ah. Nein, nur wie es aussieht, aber zwei Abschusshilfen. Oh, Daniel hat einen dicken Panzer. Daniel müsste eigentlich bloß... Daniel, warum drehst du... Okay, Daniel schießt auf Mary, weil die beide fast das ähnliche Fahrzeug haben. Daniel lässt sich sehr ablenken von seinem Ziel, was er angreift. Er greift immer den an, der gerade auf ihn schießt. Ja, leider. Und das war's mit seiner Waffe. Ja, und Hannah ist auch voll der Burner. Ja, und Daniel will es auch nicht mehr richten können. Nee. Daniel kann nur noch im Nahkampf angreifen. Und Skanes schmeißt mit Fässer. Skanes hat einen abgekriegt, hat kein Fass mehr drin. Also wenn er jetzt schlau wäre, was er nicht ist, weil er ein NPC ist, hätte er jetzt umdrehen können und Skanes umschmeißen können, weil Skanes versucht ihn jetzt auch nur noch zu rammen. Und wir haben verloren because of capturing on Zeit. Ja, wir haben nicht... Es gab für mich einen Sticker und Bauteile, das ist schon mal ganz gut. Es gab für mich nichts, aber ich habe nur noch eine Mission. Ich muss noch Zerstörer oder Hilf bei einer Zerstörung von einem Gegner durch Rammstoß. Also ich muss einen rammen. Totram. Und dabei zu... Ja, Totram. Und ich muss sagen, wenn es denn erstmal läuft, laufen die Runden schnell. Ja. Im Gegnerteam ist auch noch ein neuer drin, aber unser ist raus. Wir sind wieder nur raus. Alleine, ja. Aber im Gegnerteam sind jetzt drei, so wie es aussah. Waren vorher auch. Okay, das ist nicht so. Das ist nicht schön. Die drei da drin sind die ganze Zeit schon dran. Das ist dieser Gravosche, ist der mit dem Bohrer vorne dran. Ah ja, dann haben wir noch den anderen mit seinem Schmeißer.
Genau. Da haben wir schon einen. Da ist ein Bohrer. Direkt auf ihn drauf. Ja, ich gebe ihm. Sein Bohrer ist nämlich arschgefährlich. Der ist schnell. Vor links. Ja. Hinter uns. Ja, 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 ja. Oh, der mit dem Bohrer wollte mich gerade... Hier ist noch einer mit Bohrer. Der Abschusshilfe habe ich gerade gekriegt. Jetzt habe ich einen gerammt. Rammen Sie? Habe ich, aber sie hat noch ein... Oh, irgendwas schießt hier mit großem Geschütz auf mich. Oh ja. Das war's. Kenneth ist das. Ja. Kenneth machen wir jetzt mal Aua. Dir zu. Oh. Ich krieg sein Geschütz nicht weg, ne? Schieß mal auf seine Kettenräder, dann bleibt er stehen. Ja, das stimmt auch wieder, ne? Dann kann er sich mal null drehen. Oh, ist er eh down. Ja, ich krieg nur eine Abschusshilfe. Ist nur noch einer am Leben von den Feinden. Die Christen. Was? Dann haben wir das Spiel wirklich mal gewonnen, meine Güter. Wo ist die alte Schrabracke denn? Fahr ich uns einen Sieg ein? Ist es denn die Möglichkeit? Ich krieg bloß Hilfe, ich mach keine Kills, wieso auch immer. Wir müssen noch irgendwas einnehmen, ne? Ja, da muss ich da hochfahren. Siehst du? Ja, die ist auch gerade da. Ja. Ey, Damon, bleib mal nicht stehen, Alter. Ja, du musst noch mal fahren üben. Ich drifte. So, wo ist denn das? Da ist das Schrapnell. Guten Morgen! Das sieht für mich aus wie dieser kleine Laster, den du bei Arma 3 haben kannst. Weißt du, den ich meine? Ja. Also altes Life sehr gerne. Sehr gern. Ey, da krieg ich auch bloß Abschusshilfe, obwohl ich sie ziemlich zerfickt hab. Oh, ich krieg sogar noch einen Reifen. Na, ich krieg einen Reifen, Schrott und zwei Sticker. Keine tägliche Mission mehr. Alter, ich hab 4 Assists gemacht. 4 fucking Assists. Ja, aber keine Rammhilfe, ne? Oh, der Looping ist nur noch alleine, dein Teamkollege ist raus. Diesmal ist Überfall, diesmal sind 2 Basis. Ja, sein anderer XX-Kollege ist weg, ne? Na, haben wir noch einen. Looping. War Looping der mit dem Raketen oder der mit den Fässern. Der war mit den Fässern, ne? Der ist stark, also, aber der muss immer dicht an dich ran. Der muss halt. Jamie hat ein geiles Fahrzeug vor mir, guck mal. Bus mit Schwertern und Maschinengewehren. Oh, hinter uns. Da wird schon ein. Hatte ich auch gedreht. Da wird schon eine. Abschusshilfe. Ja, ich auch. Kurz bevor ich ihn rammen konnte, war natürlich Abschusshilfe. Ah, hier die Emily, die ist auch sehr schwach geschützt. Ich werde beschossen von irgendwas Großem. Oh, sorry. Kein Problem. Dafür halte ich die Schüsse von dir ab. Looping ist hinter uns. Looping mit. Das ist der mit den Raketen. Das ist nicht der mit den Fässern. Scheiße. Ich bin down. Looping hat mir gerade. Richtig ein rein. Looping kann sich nicht mehr wehren. Looping ist nur noch Gitter. Gib ihm. Zerstör ihn. Mach ihn weg. Bin gleich selber down. 78. Du schaffst das noch. Er will capturen. Die capturen auch. Emily ist hinter dir. Wo ist Looping hin? Emily ist immer noch hinter dir? Ja, wir haben gleich verloren, weil es captured wird. Ah, ja. Looping ist schnell. Ja. Ja, du fährst. Du bist. Hinter dir ist er. Ja, ich weiß, muss aber gerade wegfahren. Da ist gerade einer hinter dir gespawnt. Gave Roger 2A. Der bohrt dich jetzt weg. Ja. Der ist, glaube ich, gerade reingekommen ins Spiel. Warum ist denn der so schnell immer? Einen guten Motor. Jamie ist noch da, Ethan ist da. Lisa ist da, Alexis. Warum lassen die sich jetzt wegcapturen? Mach den Looping weg, der kann sich nicht wehren. Töte ihn. Komm, Alexis. Gib ihm. Oh, da sind ja auf einmal 3. Matthew, Looping und Captain Bohrer ist hier. Matthew brennt.
Wenigstens wurde das Capturen aufgehalten und wir capturen gerade auch nicht weiter. Ja, das ist auch richtig, aber weißt du, was mich stört? Das ist irgendwie... Jetzt macht er ihn jetzt weg, ja, er hat den Bohrer weggemacht. Der Bohrer ist weg, das ist sehr gut. Ja, ne, ist egal, das Ding haben wir jetzt gewonnen. Ne, noch nicht, da ist Looping. Looping hat aufgehalten. Ja, und der Ethan hat auch keine Waffen mehr. Ja, die spielen jetzt... So ein reines RAM-Duell. Ah, der Eve hat Stacheln, wenn der ihn von vorne... Ja, gewonnen. Ah, jetzt haben wir. Ja, knapper Capture-Sieg, aber wir haben gut gespielt. Und ich kriege nichts. Ich habe ein leichtes Maschinengewehr nochmal gekriegt und Bauteile. Metallschrott. Ich habe ganz wenig... Ja, ich habe nur eine Hilfe gemacht. Du hast... Ja, du auch nur, ne? Ja. Nee, zwei Hilfen. Wir werden sie alle weg zerstören, werden wir. Ja, und ich habe länger gelebt und mehr Schaden gemacht als du, ne? Ja, ich war nicht so aktiv. So, was ist das hier? Überfall? Würde ich sagen, ne? Ein Point holen. Von rechts, gleich von rechts. Ja, schon gesehen. Abigail fast down. Ja, hab ich Abschusshilfe. Ich bin aber überrascht, was er auch jetzt down. Alter, von hinten! Looping, Spasti, Arschloch! Ich muss sagen, Georges Waffe gefällt mir. Der hat eine Hammer-Vorschrotflinte. Also eine habe ich auch, wenn ich die haben möchte. Ja, Looping natürlich. Vesp, Raketenwerfer. Wenn der dich einmal hat, der hat sich einfach hinten rumgeschlichen. Hat alles richtig gemacht. Ja, das Schlimme ist, wenn dieser Gavocci dich einmal rammt, dann hast du auch verloren. Ja, guck dir das mal an, der nimmt jetzt die Mary auseinander wie so ein Zuckerkuchen. Der frisst ja, ja, die einfach, weißt du? Jetzt mal, die da ist ja nichts... Problem ist, du hast auch keine Chance mehr, da vorne aber dran klebst. Ja, George ist noch da. Der dran klebst, bist du down. Guck dir jetzt mal an, George ganz alleine gegen den Rest der... Ja, George ist auch Pudding. Der hilft ihm auch seine Minigun nichts, oder was das ist. Meine Schrotflinte. Ja. Ja. Da haben wir hart auf den Sack gekriegt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, aber wie gesagt, das Problem bei diesem Gravocci mit seinen Bohrern ist, wenn du einmal drin hängst, dann hast du verloren. Da kannst du nichts machen, nur. Nichts kannst du machen. Obwohl, schlimmer fand ich damals, als wir angefangen haben, mit dem, der die Bohrer noch unter Strom gesetzt hat. Ich fand's eine Zeit lang... Kannst du dich noch dran erinnern? Aber der schlimm... Mit seinem Penetrator da vorne ziemlich schlimm dran. Aber schlimm fand ich auch die... Die zwei Haubitzen dran haben, irgendwo am Ende der Map campen und einfach langballern und treffen. So, Hanna, fahr mal vor. Ich guck mir das von Weitem an. So, wo ist Looping? Das ist die größte Frage, wo der ist. Mein Fahrzeug fährt sich auch... Ja, mir. Okay. Dann muss ich mich mal umdrehen. Da hat sich gerade einer unsichtbar gemacht. Okay, über Tarnfeldgenerator muss ich jetzt nicht. Da hinten hinter dem Geröll ist das da hinten, wo ich hinfahre. Ja. Oh, da ist auch vier. Ja. Die habe ich gerade... Der Peter hat Zwegert hier. Ja, ich hab ihn ich werd gebohrt und erschossen. Looping. Looping. Der Gavocci liegt auf Seite. Ich wurde gerade von hinten gebohrt und dann kommt mich Looping ganz gemütlich erschießen. Gerade hab ich mal den. Wer piekt jetzt? Ja. Aber ja, Looping. Hat die Power dafür nicht ausgereicht. Ja, Looping ist einfach unglaublich. So. Er hat nichts mehr, da ist auch nichts mehr. Ja, gut, unser Team hat verloren. Die können höchstens noch mal den Looping stark anfahren. Ich will ja nichts behaupten, aber Looping ist ein krasser Ficker. Ja. Ich würde sogar vorschlagen, wir gehen mal kurz zurück zur Garage. Ja, wir werden jetzt auch mal hier eine Päuschen einlegen und sehen uns das nächste Mal.